Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fallout 76. So, waren jetzt noch zwei Angriffe, dann hatten wir ihn jetzt platt. Immer noch ein paar Befehlsparameter. Eine Munition, also ein Schuss. Ja, das hat sich nicht wirklich gelohnt. Knapp 200 XP gab's. Aber ja. Und, Ramani hatte halt noch gemeint, war etwas erstaunt, dass es halt ein als Schaf verkleideter Aggressortron war. So. Jetzt aber. Das wäre das. Gehen wir zurück zu Ares, wenn er was mit all dem hier zu tun hat. Ja, werden wir dann sehen. Mal gucken. Ja, das hat wie gesagt viel zu lang gedauert. Haben wir noch irgendwas an Schrott aufgenommen? Tatsächlich nicht. Das kann weg. Bin ich jetzt mal gespannt, was das jetzt wird. Ich weiß nicht mehr, lieber Paladin, hast du überhaupt mal irgendwann jetzt eine Waffe abgefeuert? Du hast doch eine Pistole in der Hand, benutz die bitte. Ich hab halt keine Munition in diesem Spiel. Da ist das viel zu geizig gewesen, beziehungsweise durch dieses Platz an, diese ganze Gewichtsbeschränkungen, die einem hier aufgelegt wurden oder immer noch aufgelegt werden. Spawnst hier auch wieder wild durch die Gegend. Eins. Wo ist dein Kollege? Da oben, glaube ich, oder? Habe ich es doch gerade tapsen gehört. Jo. Hallo. So, wenn wir die mal vorne ins Gesicht treffen, geht das ja auch. Also auf die Schwachstelle hauen. Okay, sonst noch was hier? Oh ne, hier ist dann netterweise mal gar nichts. Dein Boss sieht aus, als würde sie mich gleich mit diesen Ranken erwürgen. Ist da drin was passiert? Wilde Ghule, würgende Ranken und ein irrer Schafroboter. Mir reicht es mit diesem Ort. Und deinen Mätzchen, Ares. Keine Ahnung, ob das eine Falle ist oder eine raffinierte Vertuschung, aber wir müssen durch diese Tür. Sofort! Wow, wow, Falle? Woher kommt das? Warte mal, hast du Schafroboter gesagt? Also das, was Mäh macht? Oder ein Killerroboter? Ares, die Tür! Sofort! Bitte! Okay, einen kleinen Moment noch, herrje. Fast geschafft. Wir nähern uns der Wahrheit, ich spüre es. Ich finde, dass du mit Ares ein bisschen zu hart ins Gericht gehst. Ich möchte ja glauben, dass er damit nichts zu tun hat, darf aber auch das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Die Verschwundenen wie Cassie zu finden, ist eine Sache von Leben und Tod. Das steht an erster Stelle. Also, mal sehen. Anmeldung fertig. Neue Anstellungsbedingungen. Ja, ja. Unterstützungsanmeldung abgelaufen. Okay, okay. Ja, fertig. Traust du mir jetzt?
Ich gehe sogar voran, dann kannst du mir in den Rücken schießen, falls du deine Meinung änderst. Danke, dass du die Tür geöffnet hast. Aber wenn wir etwas finden, das dich damit in Verbindung bringt, wirst du dafür gerade stehen müssen. Schreib's auf die Liste der fragwürdigen Dinge, für die ich mich verantworten muss. Okay. Gut, dann schauen wir uns hier tatsächlich mal um. Warte. Blechdose. Dankeschön. Hat doch gerade schon wieder irgendwas rumgemacht. Tarap, tarap, tarap. Bis Tierchen. Wenn wir eine Kochdings hätten, wäre es ganz gut, weil ich ja gerade ein bisschen Fleisch gesammelt habe. Dann können wir das mal verwerten und uns gönnen. Hier leider nicht. Okay, da geht es auch erstmal nicht weiter. Ansonsten scheint aber auch nichts Tolles zu sein. Okay, Wache Ares. Okay, Informationsgruppe. Fernandes, Konservenfabrikbesitzer, Lebensmittel. Bestätigt Winnie. Abreise bestätigt. Weg verloren gegangen. Ankunft hat Joanna bestätigt. Relippi. Ankunft von Winnie. Blackburn schon wieder, ja. Gut, die sind halt nicht mehr angekommen. Das wäre dann Nummer 1. Da haben wir Cassies Tagebuch. Tag 1, Aufbruch. Der Beginn einer neuen Reise. Foundation, roll den roten Teppich für Cassie aus. Ich werde nämlich die Landwirtschaft in Appalachia auf den Kopf stellen. Ich habe beschlossen, dieses kleine Tagebuch zu führen, um die ganzen tollen Dinge festzuhalten, die ich unterwegs sehe. Wünsche mir Glück. Tag 5, Elend. Gehen, das ist alles, was wir machen. Wir gehen, niedergebranntes Gebäude, ihr Wald voller schwelender toter Bäume, haben wir auch gesehen. Oh, da, eine leergeräumte Red Rocket Tankstelle. Was für ein spannender Ausflug das doch ist. Und zu allem Überfluss haben wir auch noch diesen unheimlichen Glatzkopf in der Gruppe. Der starrt mich ständig an. Halt deine Augen bei dir, du Perversling. Tag 15. So nah und doch so fern. Endlich sind wir nur noch einen Steinwurf von Appalachia entfernt, aber draußen tobt ein Strahlensturm. Wir sind den ganzen Tag lang durch diesen alten Eisenbahntunnel gegangen und jetzt können wir erst raus, wenn der Sturm vorbeigezogen ist. Ich werde mir ein schönes Plätzchen suchen und diese ganze Lauferei mit einem Nickerchen vergessen machen. Tag 15. Nacht. Okay, das ist jetzt irgendwie krass. Plötzlich sind diese Typen aufgetaucht, bis dann die Zähne bewaffnet. Dann haben sie einfach nur rumgesessen und mit diesem komischen Doktor geplaudert. Alle wirken nervös, hier ist sogar die Wache. Moment mal, sie haben ihm seine Knarre abgenommen? Was zum Teufel ist hier los? Scheiße, jetzt haben sie mich gesehen. Wenn das jemand findet, hilf uns. Also war das hier dann doch so ein abgekartetes Spiel. Dr. Blackburn war dann wohl verantwortlich für.
Was geht hier eigentlich ab? Eine Waschmaschine. Cool. Hi. Auch hierfür hält keiner für nötig, mir mal zu helfen. Gut, das wird dann wohl oben sein. Gottverdammte Strahlenstimme. Bei all den Reisen bin natürlich ich dran, wenn es sich die Mutter aller grünleuchtenden Todeswolken über dem Moor gemütlich macht. Wir müssen campieren, bis der Sturm vorbeigezogen ist. Ich bin schon fix und fertig, weil ich in den letzten beiden Wochen den Babysitter für diese riesigen Gruppen spielen musste. Klar, Joe wird sich über das ganze Geld freuen, aber sie muss sich auch nicht mit Kriminellen, hochnäsigen Händlern und diesem Sonderling von Doktor rumschlagen, der ständig dabei ist. Wenigstens ist niemand verloren gegangen. Wenn ich es schaffe, dass alle in der Nähe des Camps bleiben, wird das sich auch nicht ändern. Gaetano. Jo, dann haben wir alles. Nichts, was wir nutzen können. Anscheinend warst du gründlich. Bist du bereit, es zu besprechen? Ja, hier ist alles, was ich gefunden habe. Ausgezeichnet, ich nehme alles an mich. Lass mich sehen, was du gefunden hast. Ich muss das nur eine Minute überprüfen. Warum gehst du jetzt hier rein dafür? Die Entschlüsselungsringe raus. Zeit für Detektivarbeit. Verstehe. Das ist beunruhigend. Warte mal. Dieser Name. Woher kenne ich den? Ich habe genug gesehen. Anwärter, wir sollten unsere Erkenntnisse besprechen. Ja, komm du auch mal mit. Cassie gehörte offenbar wirklich zu dieser Karawane. Aber ich denke, wir sollten die Beweise gemeinsam durchgehen. Vielleicht lag ich falsch und Blue Ridge war doch nicht beteiligt. Wir sollten uns einig sein, also wo willst du anfangen? Ja, reden wir darüber, warum sie überhaupt kampiert haben. Ja, es war wohl bis zum Schluss ein Routinetrip. Etwas zwang sie, hier ihr Lager aufzuschlagen. So nahe am Ziel. Ja, sie mussten wegen eines Strahlensturms über Nacht hier bleiben, waren also verwundbar. Genau, der Sturm zwang sie zum Halt. Außerdem war ihre Gruppe besonders groß, mit nur einer Wache. Leichte Beute. Ja, wir sollten darüber reden, wie sie verschwunden sind. Ja, offenbar haben wir hier einen Bericht über ihre letzten Momente. Ja, eine Gruppe bewaffneter Fremder ist aufgetaucht. Das denke ich auch. Cassies Beschreibung und dem von dir gefundenen Brief zufolge waren das wohl diese Hellcat-Söldner. Es ist ungeheuerlich, wie viele Leute sie insgesamt entführt haben. Allein diesmal waren es fast 15. Sie muss ihn am Ladungsverzeichnis an. Genau, das Ladungsverzeichnis. Ein Name ist besonders herausgestochen. Ist er dir aufgefallen? Genau, Dr. Blackburn. Ganz recht, Dr. Blackburn. Er war nicht nur bei mehreren Touren dabei. Cassie erwähnt auch, dass er mit den Fremden gesprochen hat. Wahrscheinlich die Hellcat-Söldner, mit denen du zu tun hattest. Dr. Blackburn hat sie bestimmt angeheuert. Der Name kam mir bekannt vor. Ich hatte ihn im Bericht über deinen ersten Einsatz bei uns gelesen. Versuch dich zu erinnern, Anwärter. Weißt du noch, warum Dr. Blackburn deine Hilfe wollte?
Tatsächlich nicht. Das ist halt schon ewig her. Das ist wirklich schon, glaube ich, ein Jahr her. Waren das die Hightech-Waffen? Ich habe keine Ahnung. Ja, ist das der Typ, der von den falschen Botschaftsmitgliedern überfallen wurde? Nein, das war Mr. Hockman. Dr. Blackburn war derjenige, der Experimente durchführte, um den Menschen im Ödland zu helfen. Das klang zu schön, um wahr zu sein. Aber trotzdem, könnte er Leute entführt haben? Zu welchem Zweck? Ja, wohl unsere Antwort erhalten. Sieht so aus. Dr. Blackburn hat die Hellcat-Söldner angeheuert, um Leute auf dieser Route zu entführen. Offenbar waren sie anfangs vorsichtig, haben dann aber bei einem Strahlensturm eine ganze Gruppe entführt. Ein bedauerliches Ende. Aber es besteht noch Hoffnung, sie zu finden. Jetzt müssen wir nur noch Bericht erstatten und Blackburn aufspüren. Du gibst einen ausgezeichneten Partner ab, Anwärter. Das war eine Lektion in Demut. Ich finde, dass wir ein gutes Team abgeben. Ja, du weißt, dass ich auf dich aufpasse, Paladin. Ist mir bewusst, Anwärter. Das weiß ich zu schätzen. Ich schäme mich ein bisschen dafür, wie voreilig ich bei dieser Sache war. Ich weiß, dass ich daran noch arbeiten muss. Aber trotzdem danke ich dir dafür, dass du mir auch weiterhin vertraust. Wie auch immer. Gehen wir zurück nach Fort Atlas und erstatten Bericht. Wenn wir herausfinden, wo Blackburn diese Gruppe hingebracht hat, führt uns das womöglich zu Cassie und vielen anderen. Wir sehen uns dort. Gute Arbeit, Anwärter. Ares, ja, ein Gedanke. Ich muss mich bei dir entschuldigen. Mein überstürztes Verhalten war unangebracht und dir gegenüber nicht fair. Ach, Schnee von gestern. Meine besten Freundschaften begannen mit vermuteten Massenentführungen. Ich nehme dich beim Wort. So oder so tut es mir leid. Wenn du es wirklich wieder gut machen willst. Wie ich hörte, habt ihr ein paar coole Raketenwerfer übrig. Absolut nicht. Versuch war's wert. So, ich will aber tatsächlich mal kurz hier diese Nebenquest nochmal abbrechen. Okay. Mir gerade nicht sicher, ob das jetzt eine Mod ist oder Zigaretten. Das nähere Betrachten hat dann das auch noch geklärt. Gut. Will ich mich gerade mal eine Runde ausruhen? Ich bin ja eigentlich soweit fit. Also die Frage ist hier unten noch irgendwas Interessantes. Ich glaube, wir haben alles soweit abgefrühstückt hier. Außer Bier und Weckern ist hier, glaube ich, echt nichts mehr. Die haben echt unglaublich viele Wecker hier. Na gut, wahrscheinlich, dass die Leute halt nicht verpennen. Munition. Schön, dann können wir das direkt mal zerlegen. Ja, vielleicht haben wir doch noch was hier. Wenn ich mir das mal so anschaue, vielleicht noch irgendeine Aufzeichnung oder so. Du schon wieder Durst? Na gut, hier ist sonst echt nichts mehr. Aber irgendwo war ja, glaube ich, hier noch eine Dings. Eine Werkbank. So,
die Ruhre hier durch. Die hier oben. Dann habe ich mich wohl getäuscht. Okay. Dann will ich vorher noch mal gerade kurz nachschauen. Ist hier irgendwo eine Eisenbahnstation? Ob es neue Munition zu kaufen gibt? Noch so noch ein Event. Da hätte ich halt aber auch nicht so wirklich Bock drauf im Moment. Na komm, wir gehen mal zu unserem Camp. Dann kann ich da noch mal irgendwie gerade nachschauen. Erstmal Zeug noch zurecht kochen. Jetzt muss ich noch eine Stunde warten, bis es warm wird. Oh. Ich hab, was du brauchst. Ich will, was du hast. Cool. Ja, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ich bräuchte tatsächlich Munition. Das lohnt sich nicht. Das heißt, du hast gelogen. Es wird schon werden. Ja. Geht's eigentlich mit dem Verkaufsautomat? Weil es ist länger keiner mehr dran. So, dann einmal hier vollkochen, bitte. Du bist spät dran. Ich bin schon halb besoffen. Das ist echt der gleiche. Du kannst mit dem Händler vielleicht trinken, wenn du Bock hast. Mein Leben hat sich in kurzer Zeit sehr verändert. Ja, ich glaube, sonst brauchen wir erstmal nichts Großartiges hier. Das Zeug macht sich soweit noch. Dann die nächste Bahnstation. Wohl, nee, wir gehen mal kurz rein. Und werden noch Zeug los. Botschaft Zivilkleidung. Ja, packen wir mal. Eck. Genau, das wollte ich ja noch zerlegen. So, Munition, die ich nicht mehr brauche. Genau, und das war aber auch nicht besser, ne? Das kann weg. Gut. Ich glaube, den Besichtsspray würde ich, glaube ich, jetzt auch schon eher mal nehmen, ne? Ich brauche ein Hobby. Moment, nein. Bar.
So, ja, das sollte passen. Wir könnten halt noch ein bisschen was an. Mission jetzt machen. Dankeschön. Mhm. Ja, wir sollten schnell reisen. Ja, Bahnstation, Bahnstation, Bahnstation. Ja. In der Nähe haben wir hier keine, ne? Der Little Tryhard. Oh, das, der hat bestimmt tolle Sachen. Wenn der schon so heißt. Weil auch keine Ahnung, wann sich das dann wieder zurücksetzt bei denen. Ja, komm, lass uns mal gerade noch hier hinreisen. Das sollte ja passen, denke ich. Dann haben wir halt, je nachdem, so ein... So, das kann mal weg. Munition und nö, immer noch nicht neu. Vorräte sind hier verfügbar. Schade. Gut. Dann haben wir aber, glaube ich, alles soweit. Wegtun. Ja, dann haben wir ja das ja auch mal ein bisschen Ruhe. Schrott haben wir alles, Mods haben wir alles. Ja, und tun wir mal das, was wir gerade noch da haben. So, dann will ich mir gerade noch die Baupläne reinhauen. Der wunderschöne Code. Alles klar. Jo, dann passt das ja auch gerade ganz gut. Dann gehen wir noch einmal kurz zu Fort Atlas und können in der nächsten Folge dann mal wieder mit Paladin sprechen. Mal gucken, was wir dann noch Neues erfahren werden. Oder womit es dann weitergeht. Wahrscheinlich auf den Weg machen und die Leute dann rausholen. Wenn noch was zu reißen ist hier. Man weiß es ja nicht. Ja, ich brauche halt wahrscheinlich einfach viel mehr Blech. Das ist mein Ort, meine Mission. Guck mal, halt irgendwo noch Großmengen an. Nichts, was wir außer Acht. Fort Atlas ist in guten Blech mitnehmen können und so. Gut ausgebildet. Ist das eine große Sache. Wenn das die Quelle der Mutantenangriffe ist, unterstütze ich alles, um das zu beenden. Gutes Timing, Anwärter. Hm.
Unglaublich, dass er einfach reinspaziert ist. Wahrscheinlich war er schon aktiv. Ja, kann ich das vielleicht... Wollte ich so nicht reinspringen. So, jetzt aber vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Irgendwas scheint ja hier wieder los zu sein.